Aber jetzt, wo ich weiß, wie es geht, das machen wir nochmal. Jetzt schaffen wir das auch, ja. Boah, ich habe jetzt echt kurz gedacht, dass das jetzt alles daran scheitert, ey. Mein Gott. Ja, gelesen haben wir das. Das haben wir wirklich schon oft genug gelesen, aber jetzt weiß ich mal, was ich machen muss. Die zweite Phase ist easy hier. Ich sag mal, das Level an sich ist jetzt auch nicht so gut, das kommt jetzt hier. Dann gehen wir mit mehr als einem Buch da raus. Ich sag's euch eher. Dann ging das auch deutlich schneller. An seiner Stelle hätte mich aufgeregt. Das Element kommt hier auch oft vor. Okay, was ist denn jetzt? Machen wir hier mit meinem wieder die. Verzweiflungsmodus aktiviert.
Das ist seltsam. Die Portale existieren noch, als ob eine größere Energie sie füttern würde. Dann müssen wir wohl weitersuchen. Wir haben die Gegend hier erforscht und Informationen über Amelos Aufenthaltsort gefunden. Wir haben auch herausgefunden, dass er sich auf einem fortgeschrittenen Stadium der Gedankenkontrolle befindet. Aber wir wissen auch, wo sich das Gegengift befindet. Lass uns gehen. Ja, dann ist ja nicht so das Problem, wenn man wissen, wo das Gegengift ist, ne? Kann man da sich ja ganz gut gegen wehren. Gold sogar! Krass! Unser Laden hat einige. Nur eher einen, ne? Mal wieder. Möchte mal den neuen Artikel sehen, was ist denn das für einer? Fügt 10 zusätzliche Sekunden zu den Plattformleveln hinzu. Abgeschlossen habe ich gekauft. So viel Kohle, das kaufen wir. Können wir uns ja nicht ein bisschen mehr Zeit lassen, sozusagen. Amarillo, wo bist du? Ich hoffe, dieser Stützpunkt der Darkbots kann uns ein paar Einblicke geben. Achso, nee, das haben wir ja auch schon gemacht. Warte mal. Seltsame Begegnung. Sieht wie ein Stützpunkt der Darkbots aus, aber irgendetwas stimmt nicht mit diesem Ort. In welcher Richtung geht's nach oben? Was ist das hier für ein komisch? Boah, die Musik ist cool. Oh nein, jetzt kommt wieder die hier auflösen, aber. Oh Gott, jetzt muss man auf die andere Seite auch achten, ne? Dann war der wohl falsch. Okay, das war witzig. Ey, das ist aber ein richtig guter Fail gewesen, einfach, ne? Alle gegen seine war extra jetzt, wie ich zum Beispiel genommen habe. Nein!
Oh ne, bitte jetzt nicht so, jetzt unter der Erde, dann ist mich tot, ey. Ich habe eigentlich nur die Zeit holen wollen, aber dass hier jetzt auch so ein Ding ist, ist natürlich super. Wie soll man das denn ohne die Zeit machen? Du musst ja ultra krass schnell sein, ey. Okay, ich bin von der falschen Annahme ausgegangen. Nein! Direkt drauf gesprungen. Puh! Thank you.
sammeln kann. Wo soll man das wissen, ey? Da haben sie sich das gemacht, war einen kleinen Leitschaub rein, ne? Ihr kleinen, miesen Entwickler. Jetzt so ein bisschen blöd in die Stacheln gehopst bin. Ich habe gehört, dass dieser Planet der Ursprung des Zaubertranks ist, welcher Darkbots die Kraft zur Gedankenkontrolle gespendet hat. Lass uns nachforschen. Erstmal muss ich einmal in den Shop gucken, denn da ist was Neues drin. Erhöht die. Ja, bitte, ey. Das ist viel, viel wert. Ja, dann wollen wir mal gucken, wie das hier aussieht, ja? Und danach. Werden wir den Stream für heute mal oh nein, es scheint, als hätten die Darkbots diesen Würfel verschlüsselt. Wir suchen eine Lösung. Wir versuchen eine Lösung zu finden. Sobald wir sie gefunden haben, werden wir die Lösung im Ladengeschäft veröffentlichen. Toll, jetzt muss ich das auch noch kaufen oder was? Mist. Wie das Finale von diesem Spiel aussieht, werden wir uns dann aber gemeinsam morgen angucken. Da werden wir dann die 100% machen. Ich sag, also wir werden das Spiel 100% spielen. Wir werden auch die anderen Secrets ansuchen. Wenn wir das schon in zwei Streams machen, dann machen wir es auch richtig. Dementsprechend bedanke ich mich jetzt ganz, ganz herzlich fürs Zusehen bei euch. Verabschiede mich davon, bin damit raus und sag bye bye.